Vom 13. bis 18. März fand die sachsenweite Berufsorientierungsinitiative Schau rein nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause wieder statt. Die Aktion wird immer dann zum Erfolg, wenn es den Unternehmen gelingt, mit ihrer Veranstaltung Schüler zu begeistern und diese mit klaren Vorstellungen nach Hause gehen können. Am besten funktioniert das mit praxisnahen Aufgaben, Präsentationen und vor allem mit offenen Mitarbeitern, die Fragen zum Job und zur Bewerbung gern beantworten. Ein solches Top-Unternehmen ist im Landkreis Zwickau das Romantikhotel Schwanefeld in Merane. Wer das Haus und das Gelände zum ersten Mal betritt, der ist beeindruckt von der Weitläufigkeit des Areals und den vielfältigen Angeboten. Unser Haus besteht aus 53 Zimmern, 5 Konferenzräumen, einem neuen Wellnessbereich, der im Jahr 2009 eröffnet wurde mit 1200 Quadratmetern. Unser Haus eignet Schokoladenmanufaktur und Konditorei. Bei uns können wir durchführen Hochzeiten, Feiern, Bankette, verschiedene Tagungen und natürlich auch ein Wellnesswochenende. Deswegen bilden wir auch sehr viele verschiedene Berufe aus. Es sind insgesamt 5 Stück, von der Konditorei über Hotelfach, Restaurantfach und die Köche natürlich. Die Berufsorientierungsinitiative Schau rein ist für das Hotel zur Pflichtveranstaltung geworden und das im absolut positiven Sinn. Seit 2009 nehmen wir regelmäßig an den Schaurein-Veranstaltungen statt, hat diesen Hintergrund, um einfach unser Unternehmen praxisnah an die Jugendlichen ranzubringen. Wir begrüßen die Jugendlichen jedes Jahr an 3 Tagen. Es geht los mit einer Begrüßung, mit einem kurzen Ablauf. Dann fangen wir schon an, unser komplettes Gelände vorzustellen, inklusive der einzelnen Abteilungen. Dadurch bekommen halt die Schüler auch mal den Blick hinter die Kulissen. Im Jahr werden bis zu 11 Azubis ausgebildet. Nach den Veranstaltungen der Schaureihenwoche haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ein Praktikum bei uns im Unternehmen zu machen. Und es hat sich über die Jahre sehr gelohnt, diese Veranstaltung zu machen, da wir doch dann 1 bis 3 Auszubildende über die Woche der und offenen Unternehmen einfach in unser Haus oder für unser Haus begeistern können. Und genau das ist das Ziel der Initiative. Das haben viele Firmen im Landkreis Zwickau erkannt. Wir sind froh, dass in diesem Jahr mit ungefähr 170 teilnehmenden Unternehmen insgesamt 450 Besuchstermine in den Unternehmen unseres Landkreises zustande gekommen sind. Immerhin haben von 57 Schulen 53 teilgenommen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote, mit insgesamt 2300 Schülern eben nach der Corona-Zeit wieder Schau rein, Woche der offenen Unternehmen zum Anfassen, also nicht online oder digital, sondern richtig zum Unternehmen besuchen. Die Unternehmen haben sich dafür stark gemacht, haben sich dort gut vorbereitet und es wurde sehr gut angenommen. Umso mehr freue ich mich heute, dass wir eins der besten Unternehmen, nämlich das Hotelrestaurant Hotel Schwanefeld hier in Merane besuchen konnten und vor allen Dingen unsere Auszeichnung übergeben konnten. Das ganze Führungsteam ist versammelt gewesen und alle, ob der Küchenchef, die Hotelrezeptionsleitung, der Spa-Direktor oder auch die Personalchefin, alle haben sich gefreut, diese Auszeichnung heute entgegenzunehmen. Und wir freuen uns, wenn auch dieses Unternehmen nächstes Jahr wieder mit am Start ist und wir erhoffen uns weiterhin eine so gute Resonanz seitens der Schulen. Nicht zuletzt durch die langjährige Erfahrung in diesen Dingen konnte das Team des Romantikhotels bei den Schülern punkten. Die Gastfreundschaft, die Nachhaltigkeit, das Engagement, auch die Offenheit gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die konnten sich selbst hier Essen zubereiten, Pralinen zubereiten, mitnehmen. Man war offen, man hat die eigenen Auszubildenden bzw. die eigenen Mitarbeiter in den jeweiligen Bereich vorstellen lassen und durchs Haus führen lassen. Jeder war für seinen Bereich verantwortlich und da hat der Schüler dann auch mal gesehen, wow, das könnte auch meine zukünftige Ausbildungs- und Arbeitsstätte sein, das würde mir hier gefallen. Das wurde also nicht von oben herab oder theoretisch nur gezeigt, das war alles zum Anfassen und das zeichnet diesen Betrieb ganz besonders aus. Hier ist einfach alles in sich stimmig, stellte Landrat Carsten Michaelis fest. So wie die Schüler an den Aktionstagen im März, konnte sich auch der Landrat auf einen Rundgang durch die Gebäude ein Bild machen.
Auch er war beeindruckt von der Anlage. Hier bieten sich tatsächlich eine Menge Möglichkeiten. Wir freuen uns immer sehr und investieren auch sehr viel in die Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie. Und wir hoffen, dass natürlich alle unsere Auszubildenden bei uns bleiben. Es lohnt sich. Kommt doch einfach mal vorbei.